Sie hören Four Houses of Oxford. Brich die Regeln. Von Anna Savas. Gelesen von Viola Müller und Dirk Jacobs. Sehr geehrte Miss Scott, herzlich willkommen an der University of Oxford. Wir freuen uns, Sie ab Herbst bei uns begrüßen zu dürfen. Aufgrund Ihrer besonderen Leistungen möchten wir Sie einladen, den Diamonds beizutreten, einer der renommiertesten Studentenverbindungen unserer Universität und Teil der vier Farben. Neben der kostenlosen Unterbringung in unserem Verbindungshaus und der Verpflegung durch einen Privatkoch bieten wir Ihnen weitere Annehmlichkeiten wie ein Fitnessstudio mit Wellnessbereich und eine umfangreiche Bibliothek, die ausschließlich den Mitgliedern der vier Farben zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird Ihr Studium durch exklusive Tutorien begleitet und Sie bekommen die Möglichkeit, bedeutende Kontakte in Wirtschaft und Politik zu knüpfen. Wir werden von einflussreichen Alumni dabei unterstützt, Ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen und wünschen unseren Mitgliedern nur das Beste. Bitte teilen Sie uns innerhalb der nächsten vier Wochen mit, ob Sie diese Einladung annehmen werden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Hochachtungsvoll, Elizabeth Campbell, Vorsitzende Diamonds. Kapitel 1. Harper. Fluchend hastete ich Richtung Bahnhof. Der Tag hatte mies angefangen und so wie es schien, war vorerst auch keine Besserung in Sicht. Ich war spät dran, viel zu spät, und das nur, weil ich den Bus genommen hatte. Heute wäre ich sogar schneller gewesen, wenn ich gelaufen wäre, weil der Bus wegen eines Unfalls in einer Einbahnstraße stecken geblieben war. Das war vor einer halben Stunde gewesen, als ich noch eine Menge Zeit gehabt hatte. Jetzt hatte ich keine Zeit mehr. Die Rollen meines Koffers gaben ein nervtötendes Klackern von sich, als ich ihn über den unebenen Bürgersteig zog. Der Wind fuhr durch meine Haare und ich fröstelte. Es war erst Anfang September, aber der Herbst war schon deutlich spürbar. Die Blätter der Bäume verloren bereits ihr Grün, wurden braun und rot, und obwohl es noch früh war, war es seltsam dämmerig. Als wollte es heute nicht richtig hell werden. Offenbar war das Wetter genauso schlecht drauf wie ich. So hatte ich mir den Start in mein neues Leben definitiv nicht vorgestellt. Ich stieß ein erleichtertes Seufzen aus, als ich um die nächste Ecke bog und endlich der Bahnhof Manchester Piccadilly in Sichtweite kam. Für einen Moment hielt ich inne und atmete tief durch. Meine Beine schmerzten und meine Lunge brannte. Meine Kondition war wirklich unterirdisch. Aber es nützte nichts. Ich musste weiter. Ich schob die Träger meines Rucksacks auf den Schultern zurecht und wollte mich gerade in Bewegung setzen, als jemand so heftig gegen mich stieß, dass mir der Griff meines Koffers aus der Hand gerissen wurde. Fluchend stolperte ich nach vorn, schaffte es aber gerade noch, mich zu fangen, bevor meine Knie Bekanntschaft mit der Straße machten. Der großgewachsene, dunkelhaarige Typ, der mich angerempelt hatte, hastete weiter, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, von einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Fassungslos starrte ich ihm nach und brauchte einen Moment zu lange, um meine Stimme wiederzufinden. »Arschloch!« schrie ich ihm hinterher, aber er ignorierte mich. Gott, warum mussten die Leute dermaßen ätzend sein? Okay, nicht alle waren unausstehlich, aber als Menschenfreund würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen. Wahrscheinlich waren die wechselnden Pflegefamilien, bei denen ich mein ganzes Leben lang gewohnt hatte, daran nicht ganz unschuldig. Für einen Moment wanderten meine Gedanken zu Victor und Anita, dem Ehepaar, bei dem ich die letzten Monate verbracht hatte. Wir hatten uns nicht besonders gut verstanden, die Untertreibung des Jahres, und sie waren mindestens so froh gewesen wie ich, als ich 18 geworden war und damit offiziell für mich selbst verantwortlich. Ich spürte nicht einmal einen Funken Wehmut darüber, dass die vergangene Nacht auch die letzte in dem heruntergekommenen Haus gewesen war, in dem winzigen Zimmer, das ich mir wochenlang mit zwei anderen Mädchen hatte teilen müssen.